Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zu einem nagelneuen Projekt. Und zwar, naja, so nagelneu dann auch wieder nicht, denn den OOT Randomizer hatten wir schon mal auf dem Kanal. Allerdings, da hat sich eine Menge getan und wir spielen diesmal auch einen anderen Modus. Von daher denke ich, ist es eigentlich eine coole Sache, wenn wir den mal wieder spielen, denn mir macht er persönlich sehr viel Spaß und ich meine auch, mich zu erinnern, dass ihr es beim letzten Mal auch ziemlich cool fandet. Entsprechend, lasst uns gar nicht... Das hier, jetzt sieht es so, sieht wieder so aus, als hätte ich was gemacht. Die Sache ist aber, die habe ich gar nicht. Das ist eine Lüge. Wir spielen als Werterguter Link. Und was genau in dem Spiel abgeht, das erfahrt ihr dann gleich. Unser Free-Gedöns ist das hier. Ihr seht ja jetzt, da sind zwei Farben drauf, Follow, ja. Die teilen sich das, weil sie entweder nicht gebraucht werden oder, naja, nur in Verbindung was bringen, wenn man beide hat. Frag mich nicht. Ganz genau weiß ich auch nicht. So, erste kleine Änderung, man sieht schon neu, ist jetzt, dass wir Herzenfarben haben. Also die Herzenfarbe kann gerandomized werden. Die Colors von Link können auch ein bisschen gerandomized werden. Was ziemlich cool ist. Und, aber der heiße Scheiß, ne? Der heiße Scheiß ist ja tatsächlich die Tatsache, dass wir hier heute eine Triforce-Hand spielen. Bedeutet, wer sich noch erinnert, der Link to the Past Randomizer hatten wir ja früher. 30 Triforce-Pieces sind in Hyrule versteckt. 20 müssen wir finden, um dieses Spiel durchzuspielen. Und ob wir hier schon die ersten finden, tun wir tatsächlich. Erfahren wir jetzt. Und jetzt werden sich denken, ach, wusstest du, oder? Nein, wusste ich nicht. Wusste ich wirklich nicht. Das erste von 20 haben wir. Das zweite von 20 haben wir. Ist ja gleich schon vorbei. Nein, ist es nicht. Entspann dich. Es ist tatsächlich so, ne? Das kann sogar ein bisschen kacke sein. Dass wir zu Beginn so viele Triforce-Pieces bekommen, anstatt die guten Items. Okay, ein Schild ist insofern nicht mega verkehrt. Dann brauche ich es mir gleich nicht kaufen, weil, na, früh in den Dekobaum reinzugehen, ist halt auch nie das Allerschlechteste. Das müssen wir mal ganz kurz machen, denn das ist auch eine ziemlich coole Sache, die geändert wurde. Es gibt ein paar Änderungen, die werde ich so zwischendurch mal durchgehen. Die Ocarina, die randomize ich in der Regel nicht. So auch jetzt. Deswegen haben wir die direkt bekommen. Und man sieht, wenn ihr darauf achtet, es gibt eine D-Pad-Anzeige. Ihr seht sie rechts. Denn dort können wir unsere Ocarina zu jeder Zeit uns einfach nehmen. Was eine Menge Ärger. Ärger erspart. Was eine Menge Zeit erspart, sag ich mal. Rechts und links werden irgendwann die Boots sein. Also Hoverboots und die Eisenboots. Die wir auch jederzeit per Knopfdruck an- und ausziehen können. Was wiederum, also das ist der Shit. Jetzt mal ernsthaft. Na, jetzt haben wir das hier beinahe so wie in der 3DS-Version. Das war halt immer so mit einer der Gründe, warum ich lieber die 3DS-Version insgesamt gespielt habe von Ocarina of Time. Aber hey. 3 von 20. Ja, wie gesagt, ich bin mir sicher, der andere wird sich jetzt denken, oh, ist ja dann ja mega leicht dadurch. Voll free. Nee, Bruder, nee. Überhaupt nicht. Denn wir haben keine Items. Wir kriegen keine Items. Was uns das Leben erleichtern würde, wären Bomben. Bomben am Anfang ist meiner Meinung nach immer so das Geilste, was du überhaupt kriegen kannst zu Beginn. Wenn du Bomben hast, hast du bestes Leben. So, was wir auch schnell noch machen können. Für meine Route, ich habe mir extra die Ocarina schon geholt. Das Lieblingsspiel jedermanns. Lass mich kurz schauen. Das Lieblingsspiel jedermanns ist Ocarina Minigame im Wald. Oh Junge. Naja, ansonsten habt ihr es ja wahrscheinlich schon gereiht, ne? Das ist hier alles gerandomized, die Items. Das hatten wir aber auch schon im Alten. They say that Gerudo Training Grounds is on the path of gold. Das bedeutet, die Gerudo Training Grounds haben irgendetwas, was wir gebrauchen können. Das ist relevant. Okay, cool. Cool. Ja.
Gerudo Training Grounds ist aber auch so eine Sache, an die wir jetzt noch nicht hinkommen. Und falls sich einer wundert, ne, wieso kannst du aus dem Wald raus? Das sind so die Kleinigkeiten. Ne? Wir können auch hier schon erwachsen werden, wenn wir wollen. Und das werden wir auch relativ baldig wollen. So, Konzentration. Wir müssen nicht das volle Minispiel machen, falls ihr jetzt Angst habt. Oh mein Gott, das halte ich nicht aus, Besado. Nee, alles gut, alles gut. Das ist eine Kleinigkeit. Solange ich es nicht verkacke. Und es sieht eigentlich machbar aus. Aber mein Kurzzeitgedächtnis ist ultra schlecht. Also ich glaube, ich habe das schlechteste Kurzzeitgedächtnis der Welt. Deswegen rechts, rechts, links, hoch, rechts, Und wir haben es fertig. Mehr musst du nicht machen. Die Lichtpfeile. Wow. Naja. Normalerweise im Randomizer absolut wichtig. In unserem Fall eigentlich nicht so. Grund dafür kann ich euch nennen. Ich will eigentlich nur raus. Grund dafür kann ich euch nennen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich gegen Ganondorf kämpfen müssen, liegt eigentlich bei null. Würde ich jetzt mal so behaupten. Also, ich habe nicht vor, heute gegen Ganondorf zu kämpfen. So wie kann ich euch sagen. Tja, leider haben wir auch nirgendwo irgendwie eine ordentliche Portion Rubine bekommen. Das hätte ich nämlich auch gehofft. Denn wir müssen uns auch irgendwie verteidigen können. Und das können wir aktuell nur mit Deko-Sticks. Und ich hätte halt gerne ein paar mehr Deko-Sticks gehabt. Kann auch einmal, ja, vier. So, für den Anfang jetzt reicht's. Damit kommen wir, glaube ich, durch. Ja. Aber es ist nicht, es ist halt. Also der Start. Ich hatte schon bessere Seeds in meinem Leben, würde ich jetzt behaupten. Auf der anderen Seite kann es halt auch sein, dass wir halt dann doch unglaublicherweise mega schnell durchkommen. Ich habe halt auch schon eine Flasche, ne? Was ja auch ganz geil ist. Allerdings kommen wir mit der Flasche noch nirgendwo hin. Also besser gesagt, wir können die Flasche noch nicht benutzen. Denn da ist ja der Brief von Ruto drin. Flasche ist halt an sich geil für Skulltulas und Feen. Brauchst du Feen? Eigentlich nicht. Ah, für dies und das Kleinigkeiten. Und wisst ihr, was auch einfach geil ist? Dieses Spiel ohne Sequenzen zu spielen und so. Und ohne Rumgelaber. Es ist alles so schnell und macht so viel Spaß dadurch. Es ist geil. Wir haben die Magie. Magie. Hier. Naja, Magie. Ja. Nee, komm. Da haben wir nicht rumgesagt. Das ist nicht das, was du zu Beginn sehen willst. Will ich nicht, nee. Bisher bin ich echt unzufrieden. Geh weg. Nehmen wir mal lieber was Schönes. Hier gäbe es ja normalerweise Slingshot. Was wird es sein? Ich behaupte 5 Rubine. Okay. Naja. Ist halt Zufall, ne? Kannst nichts machen. Ist ein lustiger Zufall. Und noch ein. Ja, guck mal, fast fertig. 4 von 20. Sling, ja, jetzt kommen wir. Ja, fuck. Jetzt habe ich auf jeden Fall. Jetzt ist es kacke. Aber das ist doch jetzt richtig. Das ist halt. Versteht ihr, warum das gar nicht so cool ist? Könnt ihr das begreifen? Greift in die Tragweite gerade. Das Ding ist nämlich jetzt, ich kann diesen Tempel komplett machen. Was halt auf der einen Seite super cool ist, ne? Klar. Das ist der Shit. Aber auf der anderen Seite bedeutet das auch, ich habe nicht genügend Deko-Sticks. Ich muss also nochmal raus. Ich muss jetzt Rubine farmen. Es steht nicht mehr zur Debatte.
Das wollte ich eigentlich verhindern, aber naja. Kannst nicht alles haben. Kannst halt wirklich. Und wisst ihr, ich habe schon auch versucht, alles zu haben, aber. Es läuft nicht, nee. Nee, da kommt immer. Immer irgendwas dazwischen, was echt richtiger Abfuck ist. Man kennt's. So, come on, jetzt hier aber mal Bomben vielleicht. Da sind die 5 Rubine, die habe ich gesucht. Die habe ich gesucht. Die ersparen mir jede Menge Zeit. Wirklich? Nein. Eigentlich nicht. Die ersparen mir einmal rein und rausgehen. Im Kokiri-Shop. Was natürlich schön ist. Aber nicht optimal. Übrigens, falls ihr euch fragt, welche Version davon spielst du wohl? Was ist da los? Worauf spielst du? Gibt ja immer die Leute. Ah, wobei, ich kann mir ein bisschen die Deko-Sticks sparen. Vielleicht. Vielleicht das jetzt doch. Mal schauen. Okay. Ich gebe hier sogar mal Fisch an, wenn das geht. Ja, aber warum nicht? Zweite Flasche. Naja, ich sehe 3. Okay, soll ich aufhören? Ich übertreibe heute mit dem kleinen Timmy, ne? Ich merke das schon. Bin in der Timmy-Stimmung. Mir ist einfach danach, weil mein Leben ist so. Was ist das? Naja, wobei ich kann schon gut sparen. Jetzt mach ich auch. Dann dauert es halt eine Sekunde länger, Freunde. Es dauert eine Sekunde länger, aber... Dafür, dass wir da nicht wieder runter müssen, raus müssen, das ist halt richtig viel wert. Okay. So, hier ist immer wieder das gute alte kurzes Überlegen, was eigentlich Plan ist. Wirklich? Skulls wollen wir dann haben. Logisch. Logan. Übrigens, den Rando spielen wir auch ab und zu mal im Stream. Da könnt ihr das Ganze dann am motherfucking Stück sehen. Falls ihr denn Lust habt. Nee, lass mal. Hab ich mir gedacht. Du hast ihn sonst verschmäht, wirst ihn weiter verschmähen im Stream, ne? Das ist klar. Aber ist im Stream sogar noch so ein bisschen interessanter, glaube ich. Aber hey. Spielt keine Rolle. Mach nicht so viel Werbung für den Stream. Spiel dein Spiel. Es ist sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Oh, come on, bitte. Noch ein 5er. Ah, das ist übel. Das ist übel, das ist übel. Aber cool. Wobei, eigentlich, weiß ich nicht, ob es so cool ist, dass wir jetzt den Dekobaum hier zuerst machen. Das könnte auf den einen oder anderen so wirken, als wäre der Randomizer gar nicht so random. Wie er gedacht hat. Ich will einfach, dass er mich kurz überlässt. Mir gehen die Kerne ein wenig aus. Da sollten wir vielleicht auch mal jetzt langsam... Ich will aber wirklich jetzt nicht mehr rausgehen, weil ich bin ja jetzt auf straighten Weg zu Goma. Wenn ich wüsste, wie viele Sticks ich für Goma brauche, dann würde ich sagen, würde ich ein paar verbrauchen. Aber so, ich bin mir da immer so unsicher. Ich glaube... 3. Ich glaube halt tatsächlich 3. Ich glaube, den kann ich umgehen, ohne ihn zu töten. Das könnte sein. Ich versuch's. Ich versuch's trotzdem weiter. Ist mir egal. Okay, ich versuch's nicht weiter. Ich lebe mit der Tatsache, nochmal 2 zu verschwenden. Und den Time Loss nehme ich auch in Kauf. Ich meine, wir haben Zeit. Das ist ein Let's Play. Verfickte Scheiße. Ich habe ausnahmsweise mal nicht diesen Struggle mitzudenken, wenn du heute noch vor 1 Uhr nachts ins Bett willst, dann sieh zu, ne? Das ist ganz cool. Leg weg, leg weg, leg weg. Die kannst du, glaube ich, nicht rausziehen, ne? Ne, nur mit einem. Nur mit einem Kraftarmband wäre dies möglich. Das sind auch, glaube ich, die letzten beiden, die wir verschwenden werden. Okay, 3, die wir verschwenden werden.
Oder du droppst vielleicht mal ein bisschen Nachschub? Nein? Ja. Gut. Musst du ja auch nicht. War ja nur... Nur so gedacht, wir sind auch schon gleich durch mit dem Ding. Es geht immer schneller, als man denkt. Wenn ich da zurück, wenn ich mich zurückentsinne, wie ich 1998 zu Weihnachten dieses Spiel bekommen habe. Und, ah gut, ich habe auch in der ersten Nacht den Tempel geschafft. Am heiligen Abend. Das erste Mal den Dekobaum gespielt. Und ich weiß noch, dass man das insofern ihn schon so ein bisschen kannte und auch genau wusste, was zu tun ist. Weil in der Club Nintendo... Falscher Knopf. Weil in der Club Nintendo war damals ein Comic zu dem Spiel. Und da war dann... Sah man halt, wie Link in dem Dekobaum war in dem Comic. Okay, fuck it. Ich krieg's gerade nicht hin. Ich hab's auch schon ewig nicht mehr gespielt. Ich spiel's auch nicht so oft. Das ist halt auch das Ding. Ich kenne halt einige Leute, die sind schon richtige Randomizer-Experten. Bei mir... Na... Geht es so. Ich muss halt schon hier und da noch gut überlegen, was ich eigentlich machen soll, was man machen könnte, was jetzt die beste Entscheidung wäre. Was die beste Entscheidung wäre, weiß ich eigentlich nie. Ich mache immer nur. Ach, come on. Nur weil der eine mich dumm getroffen hat. Reihenfolge kenne ich natürlich auswendig. Generell solltet ihr nicht darauf hoffen, dass ich irgendwie... fest sitze und mir denke, oh mein Gott, wo muss ich lang? Ich kenne das Spiel ziemlich gut. Ziemlich gut auswendig. Ja, kriegen wir hin. So, Goma, mach mich glücklich mit irgendeinem nicen Scheiß. Und sei nicht so widerspenstig. Ich habe auch keine Deko-Nüsse. Merke ich gerade, ist auch eigentlich gar nicht so das Allergeilste. Und ich habe einen verkackt. Ich habe einen verkackt. Ich drehe durch. Okay. Der nächste muss sitzen. Muss ein Jump Slash werden. Und ich hätte beinahe keinen gemacht. Was ist denn los mit dir? Ja, es ist. Schock. Und? Der fünfte Splitter, das eigentlich ist halt immer noch nicht so geil. Wie gesagt, Leute werden jetzt denken, das ist doch mega. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Das wird uns zum Verhängnis. Und den Kokiri-Smaragd. Schon wieder, do you even randomize, Bro? Moment. Etwas hiervon. In Ordnung. Fuck. Ja, gut. Ich würde aber sagen, das reicht noch nicht. Das reicht mir nicht. Haben wir jetzt ein bisschen was geschafft? Ich habe keinen einzigen Stick. Gibt's im Hyrule-Schloss Sticks zu kaufen? Ich hoffe. Wenn nicht, wäre ärgerlich. Aber, naja. Kannst du nichts machen. Dann ist es eben so. Wir müssen jetzt auf jeden Fall zum Schloss. Führt kein Weg dran vorbei. Wir haben nichts bekommen, mit dem ich irgendwas machen kann. Deswegen geht es einfach jetzt so ein bisschen Vanilla weiter. Ich noch sagen würde, Richtung Zelda. Den Kram machen wir können. Das kleine Schieß-Minispiel machen in der... Ich hab so wenig Geld, aber jetzt haben wir einen guten Farmspot. Für Kohle. Das ist nicht mehr das Problem. Übrigens, rückwärts laufen, falls es irgendjemand auf der Welt gibt, der es noch nicht weiß. Ist in diesem Fall schneller, weil Link macht da kleine Tibbelschritte. Und dadurch, dass er einfach mehr Schritte macht, sind wir schneller. Ansonsten die zweitschnellste Methode, sich zu bewegen, wäre das hier. Halt die ganze Zeit rollen, gehört dazu. Okay, und dann hier kriegt man dann immer 20. Man kann da auch die 40 auf einmal holen. Irgendwie geht das. Ich habe das noch nie geschafft. Okay. Mit 52 leben wir für den Moment. Das geht schon fett.
durch. Tuller waren wir natürlich auch. Und das ohne... ohne kostbare Deko-Kerne zu verballern. Dankeschön. 4 Stück bei 10, 20, 30, 40 und 50 kriegen wir jeweils ein schönes Präsent. Naja, aber was heißt schön? Es kann schön sein. Ist es aber meist nicht. Meistens völlig für den Arsch. Teilweise lohnt es sich dann aber so extrem, dass ich sage, doch, machen wir. Kriegen wir aber auch wahrscheinlich noch über die Stones gesagt. Denn die geben uns ja die heißen Tipps. Okay, Shooting Gallery. Drückt mir die Daumen. Ich kann das nicht. Ich bin darin immer extrem schlecht. Immerhin ist es bei dieser Version noch so, dass alles immer gleich kommt. Ach, ich kotze. Da geht's schon wieder los. Jetzt heißt es wieder die richtige Höhe haben und die Geschwindigkeit. So, wenn man es nicht völlig verkackt, kriegt man einen zweiten Versuch kostenlos. Also ich kann jetzt theoretisch unten endlich Versuche hier machen. Wäre natürlich geil, wenn ich es einfach schaffe. Aber die Steuerung ist abartig. Wirklich, wer das noch nie gespielt hat, ist elendig. Die Steuerung ist halt wenig dafür konzipiert, es auf dem N64-Controller zu machen. Und alles andere, es ist eine Katastrophe. Ich hatte das auch mal mit einem Emulator, da war es noch viel schlimmer als jetzt. Aber das hier ist auch eine Katastrophe. Wenn man es ganz langsam bewegt, dann kann man so gerade ein Gefühl dafür haben. Oh, danke Gott. Danke! Ich bin glatt ein bisschen beeindruckt, wie scheiße das läuft. So von der Ausbeute her. Das ist wirklich ein bisschen beeindruckend. Wirklich. Irre. Das nehmen wir natürlich auch mit. So, und was wir noch ganz schnell machen können, ist den guten Richard nach Hause bringen. Na klar, einen süßen Hund nach Hause bringen, machen wir immer gerne. Aber auch den richtigen. Sprich mich bloß nicht an. Richard, nimm Witterung auf, hast du? Okay. Dann let's go. Denn die fette Frau will ihren Hund. So wie meine alte Nachbarin. Die hatte genau den gleichen Hund und war genauso fett. Aber die ging auch nie mit ihm raus. Das ist belastend. Wirklich belastend. Wow. Okay, Leute, das wird krass. Ich habe das Gefühl, uns steht ganz schön was bevor. Also wirklich. So richtig. Und steht so... Wieso ist da nichts drin? Und steht so richtig übelst was bevor. Aber... das steht uns erst im nächsten Part bevor. Und ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Zelda Ocarina of Time Randomizer. Bis dann und ciao.